Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 23.03.2021. Unser DAX ist ein bisschen weiter vorgerutscht auf dem Brett, aber so richtig traut er sich nicht, nach oben, aber auch nicht nach unten zu springen. Wir sind jetzt ein bisschen in diese, also wir haben jetzt quasi eigentlich nur die Route fertig gemacht halt, ne? Wir hatten hier gesagt in die 670, 680 rein. Von dort können wir wieder runterdrehen. Mehr ist es gar nicht geworden. Unten hatten wir auch drüber gesprochen, dass man hier sehr, sehr, sehr genau hingucken muss, wenn der hier unten am Tief nach oben zieht, dass man aber, ja, ihr habt es mitgekriegt, ich habe hier ganz schön gewankt. Habe schon gesagt, ich würde einen Short-Trigger fast eher höher ziehen, aber eben nicht hier durchziehen wollen. Deswegen hat man drunter gesetzt, hat einmal oben aufgesetzt. Den quasi nicht aktiviert, keine Kerze drunter gelegt. Und er hat genau das gemacht, was wir eben gesagt haben, wo ich gewarnt hatte, dass er von so einem Tief halt auch direkt nach oben kommen kann. Und das war, also das war egal, M1, M5, M15, egal wo man geguckt hat, das war für alle erkennbar. Nee, da hat er keinen Bock mehr. Und dann hat er sich eben auch hoch auf die 670, 680 geschoben. Insofern. Und das soweit eigentlich alles in der Erwartung gewesen. Unten raus kein Signal gekriegt, oben raus jetzt allerdings aber auch nichts, weil wir ja immer noch in diesem Rücklauf stehen, von dem man sich eben schön hätte nach unten stoßen können. Das heißt, zum Dienstag wären jetzt hier oben wieder ein paar Punkte attraktiver oder interessanter. Eigentlich müsste man schon sagen, alles, was über 6,80 geht, wird wahrscheinlich auch eine 7,50 werden. Ich könnte mir zumindest nur schwer vorstellen, dass er darüber steigt und das nicht gebraten kriegt an die 57. Also dann wird es wahrscheinlich bloß eine Range werden. Aber ich glaube, wenn er unten raus muss, dann muss er direkt gleich die rote Kerze vom mittleren Band wegnehmen und jetzt hier Druck nach unten wieder aufbauen. 6,60, weil er braucht Druck nach unten, er ist zu langsam. Er stand jetzt schon zu langsam runter zu. Und er hat dann das Problem, dass dann zu viele Käufer sich zu sicher sind von den großen Jungs, dass sie auch weitere Hochkurse nehmen und dann kaufen die ja halt da auch nochmal zu und dann wird es unten raus immer schwieriger für die Verkäufer sich zu formieren und eben Druck aufzubauen, sodass auch Käufer verkaufen müssen und den Preis dann drücken halt, ne? Und dafür ist er jetzt, stand jetzt tatsächlich jetzt schon zu langsam, deswegen müsste er eigentlich zum Dienstag direkt Druck bringen. Er müsste eröffnen, am besten 6,50 oder tiefer und dann auch eine gerade Kerze nach unten stellen, das heißt, wir müssten 9,30 unter 5,90 liegen. Gelingt ihm das, bekommt eine Chance. Bekommt er nochmal ein Fenster, sich an die 560 zu legen und tiefer? Tiefer heißt dann auch weiterhin 500 und 445, ne? 14, 445, aber muss liefern. Wenn er es nicht macht, dann wird das jetzt hier so oben hier so wieder so ein typisches Sideways, so wie wir das hier hatten, so wie wir das hier im Großen hatten, ne? Und dann kommt da auch nochmal ein Tipp nach oben auf 8,35 oder 9,65. So, das sind auch oben hin weiterhin die wichtigen Marken, ne? Das heißt, kriegen wir Dynamik auf der Oberseite, ich rechne gar nicht damit, aber sollte welche kommen. Also richtig Stress oben durch die 750 durch, harte grüne Kerzen direkt 8, 9 Uhr hart oben durch. Dann ruhig einplanen, 8,35 schon anlaufbar, wer hält den Druck aufrecht, kann er auch bis 9,65 durch. Ich erwarte das nicht. Ich erwarte eher, dass wir einen ruhigen Handelstag zwischen den Marken kriegen, wahrscheinlich zwischen 6,35 und 7,50 würde ich jetzt mal so drauf tippen. Also einfach in dem Bereich hin und her pendelt und sich das so ein bisschen zur Seite einfach aufspart, hier noch oben vielleicht in eine Marke rauszubeißen. Ja, das wäre so meine Erwartungshaltung. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir oben eine 57 sehen in dem Moment, wo wir eine 680, 690 überwinden. Und kann mir auch vorstellen, dass wir von dort auch schon wieder eindrehen und hier einfach zur Seite hochlaufen. Ansonsten ist hier aber eher sogar leicht positiv alles, was über 880 geht halt. Nicht 880, 680. 680, 690, im Grunde so, wie wir das gestern gesagt haben, ja. Über 680, 690 nach oben hin das Potenzial und auf die 57 und dann eben auch die 835 und vielleicht auch schon ein Stückchen mehr. Und unten raus, das wird, muss echt, da müsstest du zügig Druck bringen, weil 600, das wird jetzt auch noch Unterstützung hier, 590, das ist eine Unterstützung jetzt. Wenn er sich zu viel Zeit lässt, dann arbeitet er sich von hier auch bloß wieder hoch und dann macht er vielleicht so eine 590 runter. Also der muss schon, der muss Druck aufbauen unten halt, ne? Sonst dauert es zu lange und dann sind die Käufer sich zu sicher und kaufen wieder rein und dann treibt es ihn wieder weiter hoch und dann erreicht er neue Hochs. Also sieht man auch ganz selten, dass der Markt tatsächlich dann. Also er braucht halt einfach dieses markante Treiben. Die Tageskerze dürfte jetzt auch wieder grün geworden sein. Das ist halt, das willst du als Verkäufer nicht sehen halt, ne? Und dann sicherst du dich vielleicht im Zweifel wieder ab und schwuppdiwupp kämpfst du auf der falschen Seite. Und hier müsste man jetzt schon sagen, kommt jetzt noch eine grüne hinterher, na dann kriegt er auch langsam Anschlagspotenzial bis hoch Richtung 9,25, Richtung 9,65.
Ja, von daher ganz wichtig jetzt hier, wie ist der Start, der wird alles entscheiden. Und wenn er zum Start keine Entscheidung bringt, dann erwartet nicht, dass die im Laufe des Tages noch kommen. Dann wird das einfach eine Range, dann wird er zur Seite laufen. Vielleicht zwischen 7,50 und 6,30 pendeln, vielleicht im weitesten 5,90, 5,90, 7,50, aber das wäre zu hohe Range. Dafür ist die Volatilität zu gering. Der Montag hat jetzt hier einfach Restverfall mitgebracht. Das hat so an Dynamik rausgenommen. Ich glaube, der wird zum Dienstag jetzt hier eher eine ruhige Kiku geschieben. Wenn nicht, ich freue mich. Wenn nicht, ich freue mich. Aber so wie der sich abgeflacht hat, wenn ich gucke mir die ersten Bewegungen an hier und ich glaube, dann wird man ganz gut ableiten können, wie der Tag wird. Und ich würde mal so drauf tippen, dass er drüber geht, dass er über die 6,90 geht, aber nicht viel, vielleicht nur so eine 700, 710 erstmal und schon wieder ein bisschen zurückreiert und dann stehen bleibt und dann hangelt er sich hier über den Tag halt einfach hier so zwischenrum. Na, das wäre fast das, was ich jetzt hier erwarten würde. Und jo, genau. Also wir brauchen Druck, wir brauchen rote Kerzen und wir brauchen unter 5,90 und das recht zügig, bestens schon bis 10, 39, 9, umso schneller, umso besser halt, ne? Weil man braucht Druck. Und da hat er zum Montag halt echt, also erstmal auf der falschen Seite gekämpft, ne, um unten raus weiterzukommen. Und auch zu viel Dynamik rausgenommen. Das ist wieder zu viel Ruhe, das ist zu viel Stabilität. Und die entlädt sich in einer Aufwärtstrendphase halt über die Zeitachse dann immer wieder nach oben halt. So Stück für Stück für Stück für Stück. Einfach ein Stückchen weiter hoch. Ne? Von daher, okay. Würde ich jetzt so von der Tendenz eher als seitwärts aufwärts einordnen zum Dienstag, außer er bringt uns halt wirklich einen schönen Start nach unten. Aber ich will, wir haben das gestern gesagt, ne? Er hat halt noch bullische Tendenzen. Hier sind noch, die Verkäufer können ihn zu leicht umdrehen. Genau das, was wir gestern beschrieben haben, hier unten am neuen Tief. Genau das ist ja eingetreten. Das ist kein schönes Zeichen für einen Verkäufer. Das ist auch kein gutes Signal für jemanden, der sagt, oh, ich will mich hier bald von meinen Positionen trennen. Trenne ich mich denn heute, trenne ich morgen, weil das eher mehr danach aussieht, wie es kommt noch was nach oben. So, und dann halten sich die Verkäufer halt auch zurück, weil sie sich sagen, naja, warum soll ich zu 6,60 verkaufen, wenn ich auch zu 8,60 vielleicht noch verkaufen kann? Dann habe ich doch günstig, das war für mich Vorteil, habe ich doch mehr Geld dran verdient. Und dann kann es halt einfach passieren, umso weniger Verkäufer sich formieren, umso eher läuft er dann wieder nach oben. Und genau. Ja, von daher, das ist soweit meine Einschätzung. Ich sehe ihn eher hier in die Richtung. Außer wie gesagt, wir kriegen hier einen schönen schmackigen Start. Sollte nach unten starten, aber sehr ruhig, sehr langsam. Glaube ich eher, dass wir von 5,90 hochlaufen und dann auch so in den Bereich rein. Ne, dass er hier so einen Bogen schwingt zum Dienstag und dann auch hier reingeht. Und damit wäre ich recht verhalten für den Dienstag, erwarte nicht so viel. Sollte ich doch positiv überrascht werden, oben wie unten, dann sehr gerne. Dann bieten sich auch wieder schönere Trade-Chancen an, aber ich stelle mich eher erstmal auf einen ruhigeren Handelstag ein. Ja, okay. Insofern wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.